Ja, mein lieber Marek, das ist eigens eine kleine Folge für dich, weil ich habe im laufenden Let's Play habe ich einfach vergessen, dir beziehungsweise generell überhaupt hier mal meinen Skillbaum aufzumachen. Das mache ich jetzt gerade mal. Und du siehst, ich habe 20 Punkte zu vergeben. Und du kannst hier sehen, was ich hier schon, wo ich schon Punkte verteilt habe. Das ist einmal das da. Ich lasse es einen Moment stehen. Obwohl, du kannst ja dann noch das Bild anhalten. Hier. Das kannst du dir dann auch angucken. Hier. Ja. Dann haben wir das hier noch. Unbeholfen. Was ist denn das? Beweglichkeit ist das Maß deines athletischen Geschicks. Okay, gut. So, und das hier. Da, die Intelligenz habe ich schon komplett freigeschaltet. Ja, gut. Okay. Und das hier. Und was war das für ein Buch? Buch fürs Zerschlagen von Türen. Wie soll denn das heißen? Grundausbildung, der große Kap, der glückliche Samer, Nadel und Faden, der Nachtpöscher, Magnum, Vollstrecker, der Schlagmann, Öllandschätze, Ödlandschätze. Ja, da kannst du gerade gucken, ne? Was für Bücher. Da kannst du das Video dann immer anhalten. Und dann kannst du mir vielleicht mal einen kleinen Tipp geben, was ich noch skillen soll. Und ja. Und was ich noch skillen soll. Und mein Moped ist weg. Ich dachte eben erst, als ich die Folge abgedreht habe, ich hätte das tatsächlich irgendwo stehen gelassen. Aber ich weiß, wir sind zu Fuß losgezogen bei der letzten Tour. Mein Moped ist weg. Es wird angezeigt auf der Karte, aber ich finde es nicht. Jedes Mal, wenn ich da hingehe, wo es sein sollte. So. Hier noch. Und hier noch. So, bitteschön. Kannst du mal was dazu sagen? So, und guck hier, ne, da oben. Da wird der Rollator angezeigt. Ne, der steht hier drinne. Und das andere Ding da ist das große Moped. Und, ist wo? Guck mal, wie das dauernd verschwindet aus dem Display. Da, zack, ist es wieder weg. Mein Motorrad ist verschwunden. Wo auch immer das hin ist, Verschwindibus, ich weiß es nicht. Ich werde auch auf jeden Fall erstmal wieder zurück ins Haus gehen. Werde das hiermit beenden. So, Marek, ich hoffe, du konntest was damit anfangen und kannst mir vielleicht den einen oder anderen Tipp noch geben. Und wer das sieht, für den sind die Tipps ja auch wertvoll. Also in dem Sinne, ich danke dir für deine Hilfe und ich hoffe, du wirst daraus schlau, was ich da gerade gezeigt habe. Alles klar, bis denn. Ciao.